Mein Name ist Ingo Karras. Ich bin aus der Weite des brandenburgischen Landes, aus Cottbus. Und sozusagen von meiner Arbeitsstelle in Senftenberg. Heute auch hergekommen. Ich habe die Fahne dabei von einer politischen Gruppe, der ich mich auch angeschlossen habe und die mich auch aktiv unterstützen in dem Problem, welches ich da jetzt habe. Von daher habe ich den Hauch einer Vorstellung, wie es jemand gehen muss, der eben aufgrund der Deutlichmachung von Missständen Repressalien ausgesetzt ist. In zwei Wochen gibt es da einen Termin vor dem Arbeitsgericht. Ich bin zuversichtlich und ich habe Unterstützer. Ein Freund, ein Mitglied auch der Attac-Gruppe Cottbus hat mir einen Text mitgegeben. Den haben wir auch auf der Homepage von Attac Cottbus veröffentlicht. Seht es mir nach, wenn ich da jetzt was vorlese. Es ist ein relativ kurzer Text. Das ist immer nicht so toll, wenn man nicht frei vorträgt. Dieser Text ist von Dr. Ralf Schöpke für Gustl Mulat. Danke. 7 Jahre, also ich habe heute erfahren, 7,5 Jahre, sitzt Gustl Mulat aus Nürnberg in der Psychiatrie. Er ist gemeingefährlich, weil er seine Frau wegen illegaler Bankgeschäfte angezeigt hat. Wahnvorstellungen, jedenfalls nach Meinung der Justiz. Seine Wahnvorstellungen erwiesen sich als Tatsachen. Report Mainz berichtete darüber, das wäre eine Schlagzeile für die Bild-Zeitung gewesen. Es ist auch nicht der erste derartige Fall. Vorhin war auch schon die Rede, deswegen kürze ich das jetzt hier ein bisschen ein, von den Kollegen in der Steuerverhandlung, die Steuerverhandler, die dort eben auch durch, also die sind praktisch einer Großbank oder mehreren Großbanken zu nahe gekommen in ihren Steuerermittlungen. Und beginnende öffentliche Aufmerksamkeit verhinderte das Schlimmeres für diese Beamten. Doch ihre gefährlichen Ermittlungen und ihre Karrieren waren gestoppt. Für die Medien damals zumindest kaum noch eine Zeile wert. Wie viele unentdeckte Fälle gibt es noch? Wie viele aufrechte Bürger schmachten im Rechtsstaat Bundesrepublik, im Freistaat Bayern, auch unschuldig in geschlossenen Anstalten? Die Abschiebung in die Psychiatrie war ein stalinistisches Erfolgsmodell, um Regimekritiker zum Schweigen zu bringen. Die Frage ist nur dort. Der langjährige Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland hatte das Lebensmotto: Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen. Wo sind die Aufschreie der Widerstandskämpfer unter staatlicher Willkür? Herr Gauck, Herr Hubertus Knabe mit Ihrer Gedenkstätte, wo sind Sie? Ja, wo ist Herr Gauck? Genau, also ich werde dem Ralf mitteilen, dass diese seine Worte hier volle Zustimmung gefunden haben. Es gibt neues Unrecht. Zwei Sätze noch. Man könnte allein in die Anstalt von Prirol und Pelzig verlegen, aber dieser Fall ist leider gar nicht witzig. Öffentlichkeit, zwinge deine Volksvertreter zum Handeln oder wechsle sie aus. Ich danke euch. Gut, ich soll noch kurz was zu mir sagen. Also ich bin da halt ein Mitarbeiter der Hochschule Lausitz, vor wenigen Tagen zwangsfusioniert mit der regionalen Universität. Wir haben da zwei Standorte, Cottbus und Senftenberg. Und vor 9 Monaten bin ich aus einer Lehrveranstaltung heraus, fristlos, mit Hausverbot entlassen worden. Und ja, ich hatte ein Dreivierteljahr versucht, Missstände zu klären. Es hatte ein Kollege, ein Herr Professor, schönerweise noch nicht entfristet. Also, er hatte mir schriftlich mitgeteilt, eine Festlegung. Er wollte
in seinem Studiengang Physiotherapie keine sehbehinderten Studienbewerber zulassen. Wir haben ein Grundgesetz, Artikel 3, in dem steht, niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. Und stellt euch vor, ich meine, es ist eine Hochschule. Wenn es schon in einer Hochschule derartiges realisiert werden kann, dieser Kollege fand halt auch, ja, die Zustimmung des damaligen Hochschulpräsidenten. Ja, man hat mich gekündigt, man hat mir zu dieser Kündigung noch 3 weitere folgen lassen. Wir werden sehen, wie der Arbeitsrichter und seine ehrenamtlichen Richter es sehen. Und ich werde nie schweigen. Wir haben das Recht zur freien Meinungsäußerung. Und es gibt das Recht zur weitgehenden Barrierefreiheit, das Recht für Menschen mit Behinderung auf Inklusion. Vielleicht sage ich noch kurz, es ist relativ eingängig, wer Näheres nachlesen will, merkt euch das Wort Diskriminierung, also www.diskriminierung.wordpress.de. WordPress ist so eine reguläre Plattform für Internetblogs, also www.diskriminierung.wordpress.de. Ansonsten googelt Ingo Karas. Ich danke euch.